Okay, wir können hier unten nichts wirken, weil es so laut ist. Aber es gibt einen Moment, also das so laut ist dieses Plick-Plick im Hintergrund. Es gibt aber einen Moment, wo das Plick-Plick aufhört. Das heißt, wir müssen ihn nochmal reizen. Aber wir haben es eben zufällig gesehen schon, dass man währenddessen laufen kann. So, verdrehen, verwirbeln, F. FDDE. DE. Obmann, welches Teufelswerk ist das? Ein Hexenfluch hat die Klinge befallen. Die Schneide hat sich total verdreht. Ein Fluch, Edgewise? Ich glaube nicht. Ich fände es gar nicht gut, wenn ein Fluch meinen Zeitplan durcheinander brächte. Glaubst du nicht auch, dass der Knabe, der uns nachspioniert, was damit zu tun hat? Vielleicht würde er mich gerne zu meiner Kathedrale begleiten. Jetzt kommen wir in Mandibles Kathedrale. Ich habe ein paar neue Flüche für ihn. Jetzt wird's düster. Aber echt, die sieht schon so düster aus. Ich darf mich kurz vorstellen. Ich bin Bischof Mandible. Transultimater Apostel der antisäkulären Konklave der Kleriker. Ach so. Muss ich jetzt niederknien oder so? Ruhe, Gefangener! Mein Assistent, Cobb. Reizend. Dein Gewand und der Stab verraten deine Herkunft. Ich studierte die Lehre deiner Gilde auf der Universität. Es ist lange her, seit ein Weber jenen Felsbrocken verließ, den ihr als Heimat gewählt habt. Loom. Ziemlich weltfremd. Ich frage mich nur, warum du ihn gerade jetzt verlassen hast. Seine Eminenz hat dich was gefragt. Ich weiß, und ich hab's ignoriert. Aha, auch noch widerspenstig. Soll ich die Werkzeuge der Überredung holen, Eminenz? Vergib die Feindseligkeit meines Helfers. Ich fürchte, Cobb ist nicht der Hellste. Er ahnt noch nicht mal, wie gefährlich ein Weber sein kann. Gefährlich? Der! Glaubst du, dass dein Eisenkäfig den Jungen gefangen halten kann? Er könnte ihn öffnen, ohne auch nur einen Finger zu rühren. Ja. Aber Eminenz, ich prüfe die Schlösser doch jeden Dienstag. Sieh zu und lerne, mein Diener. Gerade jetzt plant er schon die Flucht. Da ist ein Drache. Vielleicht sollen wir das Naheliegende tun. Machen wir den doch erstmal auf. Also dafür, dass ich irgendwie vor einer Stunde schon dachte, eigentlich Sind ist es nur noch 102 eine halbe Noten, Stunde ja. oder so, aber das ist doch umfangreicher, als ich dachte. Es ist zwar in den einzelnen Bildern nicht viel zu tun, aber
was für eine Menge die auf 3 Disketten auch geknallt haben. Siehst du, Cobb? Ein trügerischer Haufen, dieser Weber. Ha. Zum Glück sind sie ohne ihre Stäbe ziemlich hilflos. Geben Sie mir den zurück. Du wagst es, deine Stimme gegen seine Eminenz zu erheben. Aber, Cobb, wir dürfen nicht so unhöflich zu unserem Gast sein. Nicht nachdem er so nett war, uns dieses großartige Geschenk zu bringen. Mandible, dieser Stab wird niemals bei Ihnen funktionieren. Du hast Unrecht, mein arroganter junger Freund. Okay. Komm mit, ich zeige dir warum. Ja, die Schwäne. Du hast den Erleuchteten gehört. Beweg dich! Betrachte einen gewöhnlichen Friedhof. In einem Friedhof ist die Grenze zwischen den Lebenden und den Toten undeutlich. Okay. Ihr Weber würdet sagen, dass das Gewebe hier hauchdünn und zerbrechlich ist. Nicht nur hier, das ist in jedem Friedhof so. Das habe ich vermutet. Nun stell dir vor, was passiert, wenn diese Grenze durchbrochen wird. Sozusagen aufgerissen. Vergessen Sie es, Mandible. Sie können das Gewebe nicht wie einen alten Teppich zerreißen. Ich nicht. Aber ich kann es doch. Ich brauche nur den Stab eines Webers und die 4 Noten eines Öffnungsspruchs. Danke, dass du mir beides zur Verfügung stellst. Okay. Ist die Grenze durchbrochen, kommen die Toten in diese Welt zurück, um sich ihre Plätze unter uns zu sichern. Ich werde sie erwarten und ihnen meine große Erfahrung als geistiger Führer anbieten. Mhm. Ich werde über eine riesige Zahl ruheloser Schatten regieren. Unsterblich, unbesiegbar, eine Armee der Toten mit mir als Oberbefehlshaber. Mhm. Eine Armee, gespeist mit dem Fleisch der Schäfer, bewaffnet mit den Schwertern der Schmiede und geleitet von der Kristallkugel der Glasmacher. Ich war vorbereitet, die Toten auf andere Art zu erwecken. Doch dann brachten die Glasmacher die Kristallkugel. Sie prophezeite deine Ankunft. Jetzt zeigt sie mir, wie die Schmiede das Schwert reparieren, das du beschädigt hast. Das Zeitalter der Kleriker bricht in Kürze an. Cobb, lass ihn nicht aus den Augen. Natürlich, Eminenz. Und lass ihn nichts anfassen. Mhm. Lord Mandible, Herrscher des Universums. Ich sollte schon mal Briefpapier drucken lassen. Jetzt bist du nicht mehr so gefährlich, was? Ah ja. Sieht hungrig aus. Gucken wir doch mal, wie wir es machen. Mhm. Bleib ja weg davon, hörst du? Seine Eminenz hat gesagt, nichts anfassen. Ich wollte auch nichts anfassen, nur hineinsehen.
Das ist alles. Nur hineinsehen? Wie? Ich schlag dir ein Geschäft vor. Ich lass dich in die Kugel sehen, wenn du mich etwas sehen lässt. Was genau meinen Sie damit? Legenden sagen, es heißt Tod, einen Weber ohne Kapuze zu sehen. Selbstverständlich geben wir Kleriker nichts auf solche Gerüchte. Aber ich bin neugierig. Ich lass dich in die Kugel gucken, wenn du deine Kapuze abnimmst. Angenommen. An deiner Stelle würde ich das nicht tun. Warum nicht? Da ist doch nichts unter der Kapuze, das ich fürchten sollte. Wenn du nichts fürchtest, dann solltest du die Finger von mir lassen. Ah, ein Rätsel. Ich mag Rätsel. Lass uns dieses kleine Rätsel ein für alle Mal beantworten. Narren! Wie soll ich bei dem Geschrei denn die Toten aufwecken? Laien! Nichts als Laien! Ich habe ihn immerhin gewarnt. Okay, dass er jetzt drüber geguckt hat, ist jetzt. War ein bisschen kurz gekommen, auch das mit dem Geschrei. Das war irgendwie so. Ja, er hat halt. Hochgehoben und ist gestorben. Ja, ja, ist schon klar, aber es war jetzt so. Ah ja. Big Ben. Oder Transzendenz. Sieht hungrig aus. Ja, wir können jetzt rausgehen. Geh raus, nimm den Stab ab. Ich vermute nicht, dass du mehr machen kannst, wenn ich ehrlich bin. Ja, du kannst noch mal in die Kugel gucken. Weiter nach rechts kann ich nicht gucken. Oder mal in die Kugel. Gebratenes Hähnchen. Übrigens, der feuerspuckende Berg hatten wir auch noch nicht. Das muss ja dann quasi noch passieren. Feder? Eine schwarze Feder. Von einem Küken. Okay, das war's. Cobb ist anscheinend etwas unvorsichtig geworden. Egal, du kommst gerade recht, um den Anbruch einer neuen Ära zu beobachten. Sie wissen gar nicht, was sie anrichten, Mandible. Das Gewebe ist hier schon ausgeleiert. Wenn sie jetzt ein Loch hineinreißen... Erspar mir deine Weber-Mystik. Die Toten sollen die Lebenden nie mehr beneiden. Wow, er muss alles in 50 Meilen Entfernung geöffnet haben. Inklusive der Augen der Toten. Siehe! Mit dem Cowboyhut. Mit dem Cowboyhut. Ja. Ich habe dabei ein ziemlich schlechtes Gefühl. Ich glaube, das sollte heißen, I have a bad feeling about this.
Wer wagt es, den Frieden zu stören, derer die schlafen? Sei gegrüßt, edler Geist! Ich bin Bischof Mandible, transultimative Apostel der antisäkulären Konklave der Kleriker. Wen habe ich die Ehre zu beschwören? Ich bin Chaos. Komm mit mir. Das war blutig. Ich sehe, es ist viel zu lange her, seit ich das letzte Mal hier war. Der Schatten, der kommt. Ich kann einfach nicht auf das Ding aufpassen. Der Drache ist weg. Klick nochmal auf die Kristallkugel vielleicht, hm? Ja. Nein. Ah doch. Doch. Der Schwan. Oh, da kommt er. Er hatte mit dem Öffnungsspruch alles geöffnet. Beste Wege. Au, Backe! Oh, wir werden in die Welt der Toten gestürzt. Welch eine Wendung. Was ist das denn? Da ist an einer anderen Stelle offen. Ach so, ich dachte, das wäre ein Blutfleck oder so. Es sah so. Das ist der Berg. Ah, bei dem Feuerberg. Da gibt's. Ah, das sind überall da, wo es Friedhöfe gibt. Cool, das hat mich jetzt überrascht. Der Junge vergisst zu erwähnen, dass er von einem 10-Meter-Drachen verfolgt wird. Und was passiert, als just dieser Drache mich hier liegen sieht, angezogen wie du? Du guckst echt bösartig.